Wir sind heute im Tierpark in München. Falsch. Wo sind wir heute? Wir sind heute im Tierpark in Nürnberg und wir nehmen euch mal mit auf eine kleine Rundtour. Aber alles können wir sichern schon, das ist viel zu viel. Auf was freust du dich besonders? Auf die Giraffe, aber die ist nicht da. Die ist nicht da. Schade. Die Erdmännchen waren dann die ersten, die wir so richtig gesehen haben. Die sind ja auch echt sauniedlich, wenn sie da auf ihrem Hügel rumkrabbeln. Gefällt halt auch den Kindern ganz gut, weil die echt nah sind. Also das ist schon wirklich schön. Ein bisschen Kunst und Krempel steht auch ein bisschen rum. Und das nächste Ziel von uns war dann die Blaue Lagune. Das ist dann das Zuhause von der Seekuh, aber auch von den Delfinen. Und die sind ja wirklich total toll anzuschauen, wie unbeschwert die durchs Wasser gleiten. Was natürlich auch ist, ist dreimal am Tag eine Show. Da sieht man jetzt schon mal den ersten Hüpfen. Die kann man von oben betrachten, aber auch von unten. Wir waren dieses Mal nur unten, weil es einfach extrem fetzig war, wenn die hochhüpfen und wieder ins Wasser eintauchen und so weiter. Also das ist wirklich toll gemacht. Da zu dritt hüpfen sie rum. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Im Wüstenhaus gab es dann den Mistkäfer zu sehen und unter anderem auch den Kurzrohrrüsselspringer. Wir haben dann noch eine kurze Pause gemacht. Da kann man echt schön festspannen. Überall sind Sitzbänke und so weiter. Und wir haben uns dann den Plan natürlich nochmal genauer angeguckt. Ein Papierplan gibt es natürlich auch am Eingang. Als wir da so rumsaßen, kam natürlich dann auch mal der Dubowski-Hirsch vorbei. Der hat mal ein bisschen geguckt und hat mit seiner ganzen Gang hier ein bisschen nach den Eicheln gesucht und gefressen. Da sind zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank sehr viele runtergefallen. Also denen hat es da ganz gut gefallen. Die Esel sind direkt nebenan. Da muss man nur über die Bahngleise rüber von der kleinen Bahn. Da hatten wir Glück, die sind hier frisch gefüttert worden und haben eine schöne Ladung gekriegt, deswegen waren die auch da. Da kommt jetzt mal die Bahn. Da kann man von vorne sozusagen vom Eingang nach hinten zum anderen Ende fahren. Das ist echt schick. Da kommt man dann beim Streichelzoo bei der ganzen Kinderecke raus. Hier sind dann noch die Mendez-Antilopen. Die kamen aber auch irgendwie von hinten her, die hat man schlecht gesehen. Aber das Geile ist, hier ist so ein Rastplatz, der ein bisschen abgeschottet ist. Man muss hier über den Fluss drüber marschieren, also über das Bächlein. Da gibt es gar keinen anderen Weg hin. Also das ist schon echt niedlich gemacht. Und dann hat man da den schönen Ausblick und kommt dann auch zu den Eseln und so. Also das ist wirklich sehr schön angelegt, da kann man sich echt nicht beschweren. Da gibt es dann hier einen ganzen Haufen Vögel, Enten, Störche und so weiter, sind dann da im weiteren Verlauf. Und dann kommen natürlich auch sofort irgendwo die Flamingos. Die haben sich da schön eingenistet und die haben aber ganz schön abgehaust. Also ein paar waren dabei, die wirklich gestänkert haben und geschrien haben. Aber das war nett anzusehen. Leider hat es dann ein bisschen geregnet und wir haben dann erstmal unter einem großen Baum Pause gemacht und den Regenschirm ausgepackt. Also es hat nur kurz durchgezogen, Gott sei Dank, und dann ging es weiter. Hier sind die Zebras jetzt dann zum ersten Mal. Wir sehen es aber auf dem Rückweg dann nochmal ein bisschen schöner von oben. Und dann kommt man schon in die, ich sag mal, Kinderecke. Das sind dann die Alpakas, die schauen natürlich total niedlich aus. Und das ist dann schon nahe am Streichelzoo. Da sieht man dann auch so einen Krabbelturm mit riesengroßer Rutsche und einer Schlangenschaukel und so. Es gibt dann auch so Trampolins und so ein Zeug, also da geht's wirklich was. Dann haben wir hier natürlich das Allerbeste. Das sind die Esel, die sich streicheln lassen. Und wie, da muss man richtig hinschubbern, richtig kräftig. Also der eine kam dann noch her und hat sich dann richtig hergedrückt. Also die waren schon goldig. Also die sind da echt scharf drauf, dass man da mal hinflauscht. Das gefällt denen, glaube ich, schon. Und dann kamen sie alle sozusagen und der hat es richtig gebraucht, ne? Der hat dann richtig hingedrückt. Da drückt er da richtig dagegen. Das ist schon, also dem hat es gefallen. Direkt daneben haben wir dann das Nagerhaus mit den Degus. Die sahen auch flauschig aus, aber die konnte man leider nicht streicheln. Aber die haben sich aneinander hingekuschelt und haben ein bisschen in der Sonne gechillt. Also das war echt schön. Auch in der Nähe des Streichelzoos, aber nicht zum Streicheln geeignet. Das sind dann die Schweinchen hier gewesen.
steht extra ein Schild dran, bitte nicht füttern, nicht reinlangen, die schnappen zu. Die hat hier auch eine Eichel gesucht, die Sau, und hat da wirklich rumgegraben. Also die war da schon ganz schön gierig. Auch wenn es verlockend ist, aber da sollte man echt nicht reingreifen. Wenn die mal zuschnappen, das merkt man dann. Die Schweinchen haben anscheinend auch vor einiger Zeit Junge gekriegt, die hier schön vor sich hin säugen. Also das war ganz schön laut, die haben ganz schön geschmatzt. Indoor war dann auch Kaninchen zu sehen. Also das hat sich da aber schon gekonnt hingelegt, dass man nicht hinfassen konnte. Und auch einige Meerschweinchen waren unterwegs. Die waren auch sehr niedlich. Ein paar Kühe waren auch noch da. Die waren auch echt nett. Ganz besonders, weil die eine sich hat extrem flauschen lassen. Also die war wirklich sehr kuschelbedürftig und die musste man auch richtig kräftig schubbern. Das hat ihr gefallen. Und der Tamara auch. Und als wir dann ums Eck gegangen sind, dann kam sie uns echt hinterhergelaufen, damit wir sie nochmal ein bisschen anflauschen. Also der hat es wirklich gefallen. Es gab auch noch einen ganzen Haufen Ziegen im Streichelzoo. Man kann auch in den hinteren Bereich, also der ohne Wiese, kann man auch über so eine, ich sag mal, Einrichtung drüber krabbeln. Das ist auch dafür da, dass man dann da rein kann und wirklich mit den Tieren dann auch ein bisschen flauschen kann. Dann sind wir hinten an der letzten Ecke angekommen. Das sind dann die Kamele und die Kulane und wir drehen sozusagen um und gehen an den anderen Weg wieder zurück Richtung Eingang. Da trifft man dann auch die Przewalski-Pferde. Also das ist echt ein Zungenbrecher. Aber sie sind nett anzusehen. Natürlich kommt man dann auch bei den Zebras vorbei. Also ich glaube, ein paar von euch haben vielleicht auch unser TikTok-Video gesehen. Wir haben den Barcode auf dem Zebra gescannt und es hat sogar funktioniert. Es hat auch was angezeigt. Ja, das war sehr witzig. Dann kamen natürlich die Panda-Bären, die sind extrem niedlich. Die haben ein kleines Häuschen, wo sie dann auch drin zu beobachten sind. Allerdings sind die ja draußen rumgerannt auf ihrem Gestänge. Das hat ihnen anscheinend sehr gut gefallen. Oder Tamara auch. Jetzt zu der Jahreszeit ist manchmal halt auch nicht so viel los. Ein paar Tiere lassen sie nicht blicken. Aber sehr schön angelegt ist es trotzdem. Ja, von dem Kameraden finde ich leider nichts in der App. Also auf der Landkarte in der App. Aber er war schon kräftig anzusehen. Also das war schon auch beeindruckend. Und hier sind wir dann bei den Wisent. Das ist eine Bisonart. Die schauen auch sehr kräftig aus. Also gerade das mit den Hörnern und sowas. Ja, das hat schon was. Da die Tiere natürlich auch ihren Platz und ihren Auslauf brauchen, sind manche halt schon sehr weit weg. Also habe ich gar nicht erkannt, was das dann für Tiere sind. Ja, aber das könnten auch irgendwelche Antilopen gewesen sein. Die Steinböcke hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Der eine hat sich da immer schon gekratzt an diesem Ast, den haben sie anscheinend extra für ihn hingehängt. Und ein anderes hat immer so ein Blatt durch die Gegend getragen. Das war echt niedlich. Vielleicht kommt es gleich ums Eck. Da ist es. Da trägt sie ihr Blatt. Das hat sie echt lang rumgetragen. Das war echt niedlich. Hier ist der Prinz Albrecht Hirsch mit seinem Gefolge. Irgendwo. Also, ich habe die zuerst gar nicht richtig gesehen, weil die sich irgendwie in der Umgebung halt echt gut eingebracht haben. Auch wenn sie offen rumliegen. Ist schon faszinierend. Also, ich musste echt so mal hingucken. Dann kommen wir schon ins Gorilla-Haus. Da sind auch ein paar Fische untergebracht. Also auf der einen Seite der Wand sind ganz viele Aquarien. Ist alles sehr schön beleuchtet. Man kann da schön reingucken. Und es ist auch ein bisschen so urwaldmäßig aufgebaut hier mit dem Baum und so weiter. Oben auch in der Decke und die Hölzer ein bisschen erklärt. Und hier wären dann die Innenbereiche für die Gorillas. Das sind aber außen auch Käfige. Also die können raus oder rein, je nachdem, wie sie es halt wollen. Da oben hockt einer. Also die Aquarien hier sind natürlich kein Vergleich zu Sea Life oder so. Aber es ist trotzdem sehr nett anzugucken und die bunten Fische sind eh immer toll. Also sowas könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Der hier war ein bisschen fluoreszierend. Also da haben sie irgendwie mit Schwarzlicht noch ein bisschen drauf geleuchtet. Das schaut schon toll aus, wenn dann halt auch die Fische ein bisschen leuchten und so. Also das hat wirklich was. Also wirklich sehr beeindruckend.
Natürlich darf bei sowas auch der Nemo nicht fehlen, ne? Das ist ja eh klar. Also, ohne den geht's natürlich nicht. Auch hier ist wieder eine spezielle Beleuchtung ein bisschen, dass die Tiere ein bisschen fluoreszieren. Also das ist schon krass. Also das ist ein trockenes Terrarium mit diesen Echsen drin. Das ist schon witzig. Man muss auch sagen, für das Gorilla-Haus ist extra draußen ein Schild, dass man halt keine Selfie-Sticks nehmen soll, keine großen Objektive und keinen Blitz. Das habe ich nicht gemacht. Ich hatte nur meine Action-Cam und die hatte vorne das Front-Display an, also hat ganz normal vor sich hingeleuchtet, aber jetzt nicht geblitzt oder sowas. Ja, und dann passiert das. Also an dem Schlag hatte ich dann echt auch ein bisschen Schiss, ne? Also ich habe natürlich dann sofort die Kamera nach unten und es kamen auch Pfleger, die gesagt haben, ach so, ja, auch so ein kleiner Stick ist schon ausreichend, um den ein bisschen zu triggern. Das ist schon, also ja, gut, hätten wir vielleicht auch ein bisschen anders hinschreiben können. Das sind dann die Hyazinth-Aras, die sind auch mit im Haus teilweise mit drin und aber noch ein Außengehege mit dazu. Also die sind natürlich auch sehr schick. Und was total Faszinierendes, das ist der Querzahnmolch, der ja die außenliegenden Kiemen hat. Also wie sowas nicht mehr funktioniert, finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja, da hat er noch geschrien. Ich würde mal sagen, Seehund. Leider finde ich es auf der App nicht, was es ist. Ja, der ist leider von uns weggeschwommen und wir konnten ihn nicht weiter begutachten. Aber es ist hier auch toll gemacht mit diesem Strömungskanal und so. Also ich glaube, das gefällt ihnen dann schon ein bisschen. Natürlich, freie Natur ist natürlich immer was anderes, aber ja, das ist doch, glaube ich, schon mal was, was ziemlich nah rankommt. Wir sind dann ins Tropenhaus rein. Das ist dann praktisch über der Blauen Lagune. Da ist es richtig warm. Das ist richtig kuschelig warm und da ist sehr hohe Luftfeuchtigkeit natürlich. Hier sind überall Pflanzen ohne Ende. Im Wasser schwimmen die Seekühe. Da rechts unten sieht man eine. Es fliegen ein paar Vögel rum und es zwitschert alles und so. Also das ist, für mich ist das ein Platz zum Verharren und zum Genießen. Tamara war es ein bisschen zu warm. Ich fand es toll. Vor allem gerade, wenn es dann draußen halt schon frisch und kalt ist und so. Na, da wächst alles Mögliche. Da oben ist ein Vogel. Pflanzen über Pflanzen. Also es ist sehr beeindruckend. Und da kommt eine Seekuh. Also die schwimmt hier immer wieder im Kreis. Man sieht sie jetzt ein bisschen schlecht wegen der Spiegelung, aber man sieht sie schon kommen. Ne? Da ist sie. Und wie sanft und ruhig die durchs Wasser gleitet. Faszinierend. Das hat natürlich Tamara besonders gefallen, weil sie wollte schon eigentlich immer mal auch in freier Wildbahn eine Seekuh sehen. Wir haben es noch nicht geschafft. Wir hatten mal die Chance in Ägypten eine zu treffen, aber wir haben sie gesucht, nicht gefunden in der Lagune. Dafür haben wir da auch einen Haufen Schildkröten und sowas gesehen, aber eine Seekuh in Live und in freier Natur haben wir noch nicht gesehen. Ja. Wird es auch eines Tages vielleicht kommen. Da es draußen echt schon frisch war, also wir sind gerade wieder rausgekommen, da haben wir auch mal eine Jacke angezogen, weil es dann doch ziemlich frisch war, nochmal den Weg checken in der App. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Mit dem GPS-Signal kann man dann sehen, wo man ist und wo man hin will. Zeigt auch mit so Pfeilen an, ob da hohe Steigungen sind oder nicht und so. Also das ist schon sehr, sehr nett gemacht. Hat es dir denn gefallen? Ja. War schön. Was war denn dein Highlight? Naja, eigentlich wollte ich die Giraffen sehen, aber die waren nicht da. Dann wollte ich einen Schneeleoparden sehen, der war auch nicht da. Ja, das ist natürlich tragisch. Oh, mein Highlight war der Gorilla, der den Martin angefallen hat. Das war nicht mein Highlight. Das war so toll. Also toll fand ich auch den Streichelzoo mit den Kühen. Die Oh, waren die echt super. Schubamu. Die Schubamu. Und auch den der Esel, der war auch witzig, der hat sich richtig schön anflauschen lassen. Ja. Nee, ich fand den Gorilla super. Der, wenn gekonnt hätte, der hätte dir einen Hals runtergerissen. Ich habe mich Abgedreht. hart eingenässt, also definitiv. Ja, beim nächsten Mal wissen wir es.
Ach, du. Nicht mehr zu den Gorillas gehen. Hätte also, ich als Feind anerkannt. Ja, aber das, wir haben uns ja eigentlich an diese Vorgaben gehalten. Wir haben keinen Blitz genommen, wir haben kein Stativ genommen, wir haben keinen Selfie-Stick genommen, wir haben auch kein Objektiv genommen, weil das ist ja hier nur eine Action-Cam. Und trotzdem wollte er mich umbringen. Ja, ich fand das lustig. Schon ziemlich krass. Ich fand's lustig. Aber die Pfleger waren auch sofort da, ne? Also das ist mir auch aufgefallen, die waren, puff, waren die da. Also das war schon richtig extrem. Ja, ja, die haben sich gedacht, welcher Depp ist denn jetzt da schon wieder mit dem Stativ? Ja, wieder so ein Trottel mit so einem Selfie-Stick. Aber ich habe ja noch nicht mal einen Selfie-Stick. Ich habe wirklich den Zettel vorher gelesen. Ja, gebracht hat es dir aber nichts. War dem Gorilla aber egal, dass ich kein Objektiv war. Also nicht. Das damit. War mein Highlight, der Gorilla. Der Gorilla. Der war super. Bis dann.